Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Ich drehe die ganzen Reviews, die ich heute hier drehe, abends. Deswegen hoffe ich, die Lichtverhältnisse stimmen. Ich habe mich jetzt bemüht, ein bisschen das alles gut auszuleuchten. Ja, hoffe es passt. Ich hoffe, ihr könnt genug sehen, denn es geht ja hier auch ein bisschen mal um die Optik, ne? Also um die Cover und so, ne? Heute kommen wir zu einer Neuentdeckung, und zwar eine Power-Heavy-Metal-Band aus Schweden, nämlich New Horizon mit dem Album Gate of the Gods oder nur Gate of Gods, ne, Gate of the Gods, ja. Darüber sprechen wir heute. New Horizon, wie gesagt, aus Schweden, seit 2020 aktiv und es gab eine Single, We Unite heißt die, die ist 2021 schon veröffentlicht worden. Naja, und jetzt haben wir halt das Album dazu am Start. Und die Band setzt sich im Wesentlichen zusammen aus zwei Musikern, im Wesentlichen, ne? Und zwar Jona T. oder T. An der Gitarre, Bass, Backing, Vocals und Keyboards, ja. Kommt von der Band Crown mit E hinten, Crowne. Das ist auch eine Heavy Power Metal Hardrock Band mit zwei Alben, die mir jetzt aber überhaupt nicht weiter geläufig sind. Da muss ich dazu sagen. Ne? Also, und dann haben wir hier noch Erik Grönwall oder Grönwall. Ja, das ist der Leadsänger der Band. Und der singt aktuell bei einer Legende, nämlich bei Skid Row. Und die haben auch ein aktuelles Album, da komme ich dieses Jahr auch noch zu. Da freue ich mich auch drauf. Ich habe das schon tausendmal gehört, das Album. Das Review muss ich aber noch drehen, ja. Es kommt noch irgendwann. Er kommt von einer Band namens Raid, da war er halt auch aktiv. Ja, die haben aber nur irgendwie 2006 ein Album und 2007 eine EP rausgehauen und sind mir komplett unbekannt. Und am bekanntesten dürfte er sein von der Band Heat. H.E.A.T. Ne? Da war er halt auch mal dabei. Oder ist er noch aktuell? Keine Ahnung. Ja, und auch zur neuen Heat wird noch was kommen. So. Da geht es mal nicht drum. Es geht jetzt um New Horizon. Ich gucke jetzt noch mal genauer ins Line-Up auf Metal Archives von der CD selbst. Und zwar haben wir da nämlich noch ein paar weitere Leute am Start. Und zwar Roban Beck am Schlagzeug. Ich muss jetzt gerade mal kurz was gucken, bevor ich hier weitermache. Habe ich mir das hier immer hin notiert? Nein, habe ich nicht. Dann mache ich das jetzt hier. Also am Schlagzeug haben wir Roban Beck, Beck mit Ä-Pünktchen drüber. Der ist bei Bands aktiv wie Autumn's Child oder Mustache. Ja, dann die Power-Metal-Band Prey, P-R-E-Y. Die ist mir auch bekannt. Das war mal so ein Rebuy-Blindschuss. Der ist aber ganz gut. Also das Album von denen ist ganz gut. So, dann haben wir an der Leadgitarre auf Track 9 Sam Todman. Sam Todman ist von Dragon Force. Ich glaube, mehr muss ich da jetzt nicht sagen. Bei Track 6 haben wir dann Lars Magnusson an der Leadgitarre. Oder auch Rob Lars Magnusson. Der ist ebenfalls von der Band Crown, die ich ja schon erwähnt habe, und von der Band Dynasty. Die ja auch recht bekannt sein dürften, sag ich jetzt mal, ne? Der spielt hier mit. Und dann haben wir noch Dave DeLone, spielt die Leadgitarre bei Stück 3. Dave DeLone war ebenfalls bei Heat. Oder ist bei Heat. Und bei einer anderen AOR-Band, die mir jetzt nicht so bekannt ist, nämlich Captain Blackbeard. Keine Ahnung, wie gesagt, die kenne ich jetzt in dem Fall halt nicht. Wieso geht das jetzt hier nicht? So. Und dann haben wir hier noch Nico Vorela. Der spielt die Leadgitarre bei den Stücken 4, 5 und 9. Und kommt von den Temple Balls. Von den Temple Balls hatte ich ja das Album Pyromite letztes Jahr reviewed und das fand ich auch ziemlich geil. Der spielt hier also auch noch mit. So, und last but not least haben wir dann noch Lauro Figueroa. Der spielt die Leadgitarre in den Tracks 2, 7, 8 und 10, also auf 4 Stücken. Und war auch bei der Single dabei. Von welcher Band der jetzt kommt, kann ich euch nicht sagen. Da gibt's nichts, was ich da jetzt finden würde. Ne? So, das ist die Besetzung dieses Albums. Hauptsächlich sind es aber Jona T. und Erik Grönwall, die hier hinter dem Projekt stecken. So, ich mache ein bisschen heller. Wir kommen ein bisschen kurz zur Optik. Da haben wir das Covermotiv. Was sehen wir hier? Einen seltsamen Priester mit einem geflügelten Gewand, der die Arme ausstreckt. Und im Hintergrund sehen wir hier den Turm zu Babel in einem Auge des Sturms. Oder was ist das da oben am Himmel da, dieser Kranz da? Ja,
Gate of the Gods. Ist gut gezeichnet, ist von der Farbgebung her eher warme Farbtöne, ist okay. Man kann das unten auch gut lesen. Der Schriftzug selbst ist auch okay. Finde ich in Ordnung so. Macht ganz gut was her. Kann man so machen. Auch hinten drauf sehr gut, deutlich, klar und groß. Gut lesbar die Songtitel gelistet. Innen drin haben wir halt die beiden Haupt-Members, wenn man so will, hinter dem Projekt. Hier haben wir nochmal das Labelprint mit dem Covermotiv. Darunter befindet sich nur so ein Symbol. Hier, Moment, da. Ne? So komisches, ägyptisch anmutendes oder so. Ja. Jetzt, oh ja, okay, gut. Ich habe das rausbekommen, das ist schön. Das Booklet ist auch okay, finde ich. Ja, man hat hier auch ein paar Bilder und immer ganz gut lesbar in heller Schrift die Lyrics. Das war kein Problem mitzulesen. Für mich jetzt persönlich. Ne? Das ist okay. Hier in der ganzen Mitte haben wir nochmal ein größeres Bild. Ne? Und dann geht es hier klassisch weiter mit immer einem Bild eines Musikers und dann Lyrics, Lyrics, Lyrics. Das ist in Ordnung. Fand ich ganz gut. Und vor allem die Fotos sind auch in blassen Farben, aber es macht was her. Es ist okay. Ja, so. Also das war in Ordnung, das Booklet, da kann ich jetzt wirklich nicht allzu viel meckern. Das kann man so machen. Ist okay. Hauptsächlich geht es aber um die Mucke. So, und da kommen wir jetzt zu. Ja. Dieses Jahr ist es irgendwie typisch mit den Intros. Ja, der erste Song ist dann immer erstmal ein Intro. Also 1 Minute 26 Intro. Heißt dann wie die Band New Horizon halt. Ja, ist der erste Titel. Und ja, es ist eigentlich nur melodische Keyboards mit so ein bisschen Schlagzeug im Mittempo Ende. So, dann kommt der erste Song und das ist dann eben auch die 2021 vorab veröffentlichte Single We Unite. Da verlinke ich euch auch ein Video zu. Da könnt ihr euch das Ding auch mal anhören und wisst dann auch gleich, wonach das Ganze hier klingt. Setzt ein mit melodischen Power-Metal-Riffs, ist treibend rockig gemacht, die Sänge, die Nummer. Der Gesang, der dann einsetzt, fängt erstmal mit einem hohen, spitzen Schrei an und dann geht's los mit wirklich klasse, kraftvollen Vocals. Der Erik Grünwald hat eine arschgeile Stimme. Meiner Meinung nach hat er aber mittlerweile ein Zuhause gefunden. Ja, aber da komme ich dann noch in einem anderen Review dazu. Es gibt ja einen maximal hymnisch ausgerichteten, strophenhaften, epischen Refrain. Mehrstimmig umgesetzt, großartig gemacht. Ein richtig mega geiler Refrain einfach, finde ich. Ja, ein schönes Solo ist auch dabei. Wir haben hier so eine Schnittmenge aus, würde ich ganz grob, würde ich sagen, aus alten Rhapsody of Fire und Edguy. Sagen wir mal so, der Bombast und die Epic von Rhapsody of Fire und die Catchiness, Eingängigkeit und Power-Metal-Schiene von Edguy. Ja, und das ist so ein bisschen vermischt, kann man sagen. Aber auch noch mit einer eigenen Note, vor allem durch den Gesang von Erik Grünwald. Ja. So, dann kommt Stronger Than Steel, auch da, verlinke ich euch ein Video. Steigt ein mit stampfendem Mittempo und einem Riff dazu. Bleibt auch wuchtiges Mittempo, hat einen melodischen Refrain und im Refrain-Part erinnert mich die ganze Nummer hier an Bloodbound, an die Band Bloodbound. Ja. Wir bewegen uns übrigens auch produktionstechnisch auf einem ähnlich hohen Niveau wie diese Bands, die ich hier erwähnt habe jetzt. Okay, es gibt einen hymnisch ausgerichteten Solopart und hinten am Ende im Hintergrund des Hauptrefrains hat man noch so ein bisschen Wow-Wow-Gesänge als Teppich drunter. Das finde ich immer ganz nice und das erhebt den Hauptrefrain noch mal ein bisschen auf eine kleine Spitze. Ne? Das haben sie gut gemacht. Dann kommt Cry for Freedom. Cry for Freedom ist eine schnell preschende Nummer und hat bei mir sofort Halloween-Vibes ausgelöst. Die Strophen hingegen sind dann wieder eher im Mittempo angesiedelt. Der passende Refrain ist ganz okay, fand ich jetzt. Ja. Es gibt dann so eine kleine Bridge, die leicht progressiv ist, mit einer Strophe dabei. Und das führt dann über zum Solo. So, das ist halt so der Aufbau. Dann kommt Call of the Underground, ein weiteres Highlight für mich persönlich. Steigt erstmal ein mit einer akustischen Gitarre und einem Refrain dazu als Intro. Dann geht's rein, stampfendes Mittempo, wird dann aber vom Drive her rockiger. Hat einen hymnischen Refrain, der wieder eher im Mittempo angesiedelt ist und auch wirklich gut funktioniert. Im Wechsel das Ganze dann mit so rockigen Strophen, ja. Also dieser hymnische Mittempo-Refrain und die rockigen Strophen, dieser Wechsel, der ist dann ganz gut immer. Und kann man jetzt sagen, auch hier haben wir einen ganz leicht progressiv umgesetzten Solo-Part und hinten raus nochmal einen Solo-Refrain, also nur Refrain und so ein bisschen Drums und Bass statt einer Hauptgitarre dazu, um den Refrain selbst nochmal nach vorne zu stellen, das finde ich immer schön. So, dann kommt Stardust, steigt mit dem Keyboard-Intro ein, dann gibt es sehr schnelle Speed-Riffs,
auch schnell umgesetzte Strophen, also das hat einen ziemlich Dampf, das Ding hier, ne? Der Refrain ist ohne Titelnennung, also Stardust wird da jetzt nicht direkt gesungen. Es gibt ein schnelles Gitarrensolo, passend zur Geschwindigkeit des Songs, und dann hingegen im Kontrast dazu eine eher ruhige Keyboard-Bridge und dann eine kleine Strophe vor dem letzten Refrain, dann, mit dem der Song dann auch endet, ne? So, dann kommt Event Horizon, auch dazu verlinke ich euch ein Video. Ja, ist eine treibend rockige Nummer und erinnert mich spontan von der Machart her, an, also auf instrumentaler Ebene, an Sabaton, an schnellere Sabaton. Ist so. Daran musste ich denken, einfach. Wir haben auch, die Strophen sind dann eher im Mittempo und wir haben auch einen ganz okayen Refrain, finde ich, und ein verspieltes, etwas technischeres, sagt man das so, Solo. Dafür dann einen getrageneren Part mit ein bisschen Wow-Wow-Choral, was wieder sehr gut kam dann als, ja, extra, sag ich jetzt mal. Dann kommt der Song The End of All, auch wenn es noch gar nicht das Ende des Albums ist, aber jetzt kommt schon der Song, der heißt The End of All. Steigt ein mit stampfendem Mittempo-Riff, sehr melodischen Strophen und auch einem melodischen, mehrstimmigen, strophenhaften Refrain mit einer wirklich sehr, sehr guten Hook. Dieses End of All, das ist the End of All. Das ist halt ein richtig geiler Stampfer einfach, das ganze Ding. Hingegen gibt es dann nochmal so ein bisschen rockigeren Solo-Part. Ja? Also funktioniert wirklich gut. Dann kommt der vorletzte Titel, Fearless. Fearless steigt erstmal mit einem recht frickeligen Riff ein, geht dann über in treibenden Speed-Metal, also mit einer etwas höheren Geschwindigkeit angesiedelt, das Ganze. Hat eine gute Strophenführung und einen hingegen eher simpel ausgerichteten Refrain. Und ja, es erinnert mich so ein bisschen an modernere Malmsteen-Sachen, so also die Mainstreamerin Ingrid Malmsteen-Sachen, so Fire and Ice ähnlich. Jetzt nicht 80er, sondern sagen wir Mitte, Ende 90er Malmsteen, ja. Oder wie hieß dieses Album, das habe ich doch auch da, Seventh Sign, da hätte das Ding vielleicht auch ganz gut draufgepasst. So rein von der Stilistik her jetzt, ja. Hat auch einen ordentlichen Solo-Part dabei entsprechend. Die Leute wissen halt auch wirklich, wie sie ihre Instrumente hier zu bedienen haben. Dann kommt Gate of the Gods, der Titeltrack, am Ende des Albums. Ja, steigt mit einem orientalisch klingenden Intro ein, wechselt dann zu einem wuchtigen, stampfenden Mittempo-Part mit hymnisch ausgerichteten Strophen. Der Refrain passt soweit, ganz gut zum Song dazu. Hinten raus gibt es nochmal eine etwas treibendere, etwas schnellere Strophenbridge. Zu ebenfalls einem etwas schnelleren Gitarrensolo und das war's dann. Ja. Ist ein ordentlicher Titeltrack. Nicht das Album-Highlight am Ende jetzt, aber solide, sage ich jetzt mal. Also, New Horizon ist ein vor allem produktionstechnisch sehr gelungenes Ding, mit ein paar sehr starken Songs wie We Unite, Stronger Than Steel, Call of the Underground vor allem auch, The End of All, das sind schon alles sehr, sehr starke Nummern dabei. Und vor allem, ich mag halt die Stimme von Erik Grönwall wirklich gerne hören. Ja. Aber an anderer Stelle dazu dann mehr. Hier geht es jetzt um New Horizon. Ihr könnt ja mal reinhören. Ich habe euch ja ein paar Videos unten verlinkt. Und dann könnt ihr mir, wenn ihr möchtet, eure Meinung einfach mal in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich freuen. Ne? Mal gucken. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß, was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, Farewell.